knocked me down to tears. Herzlich willkommen zu Minecraft Random. Ja, zweite Folge. Die erste Folge, die kam schon beim werten StoreCraft. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr definitiv einmal vorbeischauen, weil sonst verpasst ihr nämlich wirklich alles. Nochmal für alle, die vielleicht das Infovideo nicht gesehen haben. Minecraft Random ist ein Projekt, wo der StoreCraft und ich uns gegenseitig die Welt immer wieder zuschicken. Er hat jetzt die erste Folge aufgenommen, 15 Minuten. Jetzt bin ich dran, 15 Minuten auf dieser Welt aufzunehmen. Jeder hat Aufgaben, diese findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. 10, die er machen muss, 10, die ich machen muss. Er weiß von meinen nichts, ich weiß von seinen nichts. Und unser Ziel ist es jetzt so gesehen, unsere Aufgaben zu erfüllen und versuchen herauszufinden, was die Aufgaben des anderen sind. Ja? Wir dürfen aber nicht die Folgen von uns aneinander schauen. Das heißt, ich darf Store seine Folge erst schauen, wenn er seine dritte online gestellt hat. Seine erste ist schon seit letzter Woche Samstag online. Wir haben 3 Tage Pause dazwischen, dass wir auch immer wieder die Möglichkeit haben, aufzunehmen. Und jetzt klingeln hier meine ganzen Handys. Da könnte ich schon wieder losrotzen. So, Handys aus. So, ich habe 15 Minuten auf der Welt. Ihr seht hier schon Minecraft Random. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Welt drauf. Machen noch nichts. Und sobald ich... So, und los. 15 Minuten laufen jetzt. Ich habe jetzt 15 Minuten Zeit. Und das Beste, tut mir leid, weil ich jetzt... Ja, könnt ihr mich mal töten? Danke. So. Wir sehen schon die Insel, die ist ziemlich arschig klein. So, wir beeilen uns jetzt. Ich kümmere mich schon mal direkt um... meine erste Aufgabe. Oh, da ist ein Schwein. Kommt mir jetzt einer hinterher? Nein, bleibt da hinten. Okay. Ich kümmere mich jetzt direkt um meine erste Aufgabe. Die habe ich mir schon mal so... Ich weiß nicht, lieber Store, wenn du das hier siehst, ob die Aufgabe so... Ich habe jetzt nicht wirklich großartig nachgeschaut, ob sie gut ist oder schlecht. Ich habe sie halt einfach... Moment, Option, Steuerung, automatisches Springen aus, fertig. Ich habe es mir jetzt einfach genommen und ich gucke jetzt, ob das soweit funktioniert. Erstmal, um ihn natürlich auch zu triggern, wird jetzt erstmal schön weit weggeschwommen. So, und ja, Leute, ich sag euch jetzt schon mal was. Großartig viel passieren wird in dieser Folge nicht. Weil ich möchte mich vorwiegend immer in den ganzen Folgen auf eine Aufgabe direkt konzentrieren. Okay. Und, ja, wie gesagt, mich auf eine Aufgabe konzentrieren und meine erste Aufgabe, die hat halt einfach nur was mit mir und diesem kleinen Bötchen zu tun. Was es genau ist, sage ich nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Folgen ich dafür brauchen werde. Aber wir versuchen in der Zeit dann auch ein bisschen noch rumzugucken. Erstens versauen wir StoreCraft dadurch was, weil wir hatten kein Inventar am Anfang. Und kein Inventar heißt, er hat das irgendwo versteckt. Und das würde uns natürlich schon mal gut kommen. So, mal kurz gucken. So, Store. Ich würde sagen, check.
Nur damit du Bescheid weißt. Problem ist, ich darf meine Aufgaben auch jetzt nicht mehr ändern. Wie gesagt, Store, wenn du diese Folge siehst und ich werde dir jetzt gleich schon sagen, ja, Aufgabe fertig, dann tut es mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann so kurz nur gehen würde. Ah, ich kann ja mal gucken. Okay, es kann doch eine Zeit lang dauern. Fuck. Aber es ist gut. Das triggert ihn auch gleichzeitig noch nebenbei. Und außerdem kann ich in der Zeit auch ein bisschen rumfahren und erstens mir noch neue Biome absuchen. Wobei, da kann ich mal eben kurz was machen. So. Da habe ich mir jetzt eben schnell was notiert. Das wird der Store nie sehen, weil ich da oben dann was hinklatschen werde. Dass er dann da nicht reinlinzen kann. Aber ich glaube, das werde ich so machen. Aber ihn will ich jetzt erstmal in dieser Folge richtig hart damit triggern, dass er weit weg ist von seinem Punkt, wo er war. Weil er meinte nämlich so clever sein zu müssen, sein ganzes Inventar wegpacken zu müssen. Und soll er es doch sein. Von mir aus, damit habe ich kein Problem. Ich trigger ihn jetzt. Haha. Gut, wie gesagt, ich habe 15 Minuten hier auf dem Server. Die werde ich jetzt auch natürlich soweit erstmal ein bisschen hier mit dem Boot nutzen und mir die Map ein bisschen erkunden. Weil ich will schauen, dass ich das alles hinkriege. So. Das muss ich mir alles später noch woanders hinschreiben. Weil ich muss nämlich jetzt was suchen. Das muss ich auch auf dem Wasser suchen. Das ist natürlich jetzt gerade noch die andere Sache. Ich suche halt jetzt gerade zwei Sachen. Ja, und jetzt muss ich halt gucken, dass ich die Sachen finde. Kurz gar nicht aus. Gut, ich glaube, ich lasse den Balken dann einfach die ganze Folge lang über drin. Dann kannst du erst recht nicht nach den Kurz gucken. Ich hoffe, er hat sich seine Kurz notiert, wo seine Truhe ist. Ansonsten darf er wieder komplett von vorne anfangen. So. Weiß ja nicht, ne? Theoretisch würde ich jetzt sagen, eine Aufgabe ist schon fertig, aber ich will nicht, glaub. Ich zähl mal kurz durch. Ich zähl die mal nicht mit, dann fehlt mir noch was. Das zähle ich mal nicht mit, dann fehlt mir noch was. Schnell rumkommen.
Ich weiß nicht, ob Store große Biome angemacht hat oder nicht. Das weiß ich halt nicht. Und deswegen muss ich jetzt gerade mal schauen. Was ich noch machen muss, ist... Ah, das muss ich noch machen. Ich habe jetzt noch 7 Minuten Zeit dafür. Das muss ich jetzt suchen. Nee, euch brauche ich nicht. Scheiße, das hätte ich mal vielleicht vorher machen sollen. Fuck. Ah, gut. Okay, perfekt. Das passt natürlich jetzt auch gerade. Wir brauchen einmal euch. Komm her, stirb. Danke. Danke. So. Das würde natürlich auch mich noch ein bisschen triggern, aber das ist mir egal. Kann ich? Fuck. Okay, dann nutze ich das jetzt mal gerade eben. Ich hoffe, es wird noch... Es geht noch annehmbar schnell. Genau, was ich noch machen muss, ist... So, das hätten wir einmal. Ja, scheiße. Dann nehme ich dich mit. Oh, jetzt, nee, Moment. Musik, Wetter. Wetter, danke. Das Boot ist weggebackt, das ist natürlich auch nice. Wir wollen noch ein bisschen weiter schwimmen. Und ich weiß nicht, was dort bezüglich Strafen gesagt hat. Was uns als Strafe kommt. Ich hoffe einfach nur, dass es noch früh genug passiert. Ey, wisst ihr, kennt das ja ein bisschen vielleicht aus Revenge, BZW sogar Varo. Erste Folge ist meistens immer nur wegrennen und sage ich jetzt mal ein bisschen Farming. Ich möchte aber, weil das wie gesagt ein Projekt mit dem lieben StoreCraft ist, möchte ich hier natürlich auch erstmal richtig schön fett eins reinsemmeln. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach noch ganz schnell dunkel wird. Ja, theoretisch müsste es ja gleich noch Nacht werden. Und wenn dem so wäre, wäre das eigentlich gar nicht schlecht. Hoho, das wird so saumäßig lange dauern. Aber ich glaube, das werde ich immer ein bisschen in den Folgen machen. Da wird er dann keine Chance haben, außer er konzentriert sich auch komplett da drauf. Zack, komm, und weiter. So.
ist hier ganz schnell weg. Ihn halt einfach die ganze Zeit damit triggern. Oh Gott, der wird mich so dafür hassen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon... Geht's? Nein, geht nicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Holz, 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 Holz. Scheiße, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich mach's anders. Hier sind Mobs, okay. Schnell. Nein, 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 nein. Andersrum. So. Markiert und jetzt schnell weg. So, dass er sie vielleicht gar nicht sieht. Gar nicht auf die Idee kommt. Kann ich schlafen? Nein. Kann ich nicht. Fuck. Das wäre natürlich jetzt ein Trumpf für ihn. Sprinten. Schnell, 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 schnell. Ich habe nur noch 45 Sekunden, danach muss ich runter. Wir laufen das, lassen das alles, wie gesagt, mit Timer laufen. Dass wir, wie gesagt, auch fairerweise nur maximal immer 15 Minuten drauf sind. Mindestens aber 10 Minuten. Oh geil, wir sind im Schneebiom. So, und jetzt muss ich disconnecten. Die 15 Minuten sind jetzt rum. Ja, viel ist nicht geschehen. Ich werde mal gucken, jetzt im Nachhinein im Schneiden, werde ich es mal einfach nicht momentan als eine bestandene Aufgabe sehen. Eine Aufgabe. Es fehlt mir aber nicht mehr viel. Und, ja, also oben links, das werde ich alles wegschwarzen. Also das dürftet ihr jetzt, hättet ihr jetzt gar nicht sehen können. Die Koordinaten sind nur alles für mich und alles andere zählt auch nur für mich. Ich hoffe, ich habe jetzt den Store richtig geil getriggert. Problem ist natürlich, ja, es gäbe einen cleveren Weg, wie er wieder zurückkommt. Ob er draufkommt, weiß ich nicht. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Die nächste Folge, wie gesagt, bei StoreCraft, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ziemlich weit oben. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wer welche Aufgaben hat, dann seht ihr das auch unten in der Videobeschreibung. Einmal Black DLPs Aufgaben und einmal StoreCrafts Aufgaben. Bitte, also in den ich werde hier die Kommentare ausschalten. Bitte schreibt unter den anderen Videos nichts hin, was der andere wissen soll. Das heißt, schreibt uns bloß nicht, was der andere für Aufgaben hat. Das fänden wir ziemlich scheiße, das würde das Projekt ziemlich kaputt machen. Wie gesagt, ich werde für Minecraft die Sachen ausschalten. Ja, also werde ich keine Kommentare zulassen. Bei den anderen Sachen lasse ich die Kommentare natürlich noch zu. Bitte schreibt mir aber da nichts drunter, weil ich werde sie nicht mehr prüfen ab sofort, die Kommentare. Das wird jetzt Joe Ende mal für mich machen. Und deswegen, ja, dann würde ich sagen, schaut definitiv in 3 Tagen, also am Freitag beim StoreCraft vorbei. Da kommt die 3. Folge von Minecraft Random. Dann würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao!